Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sendeformat hier bei TV Altenburg. Bei uns heißt das intern so Talk-Unterhaltungsformat. Und insofern habe ich mir heute für die erste Sendung von Skat am Campingtisch, warum Campingtisch, kommen wir gleich noch dazu, habe ich mir prominente Unterstützung geholt. Mir wurde gesagt, die wären unterhaltsam, Schauspieler im Speziellen. Privat, völlig ernst. Und ich habe vor allen Dingen, jetzt weiß ich gar nicht, auf welche Kamera wir das zeigen könnten. Die hier? Geht das so? Nee. Dann nehmen wir die. Also die haben eigentlich mit dieser Karte zu tun, kann man es erkennen. Das ist der Rotkönig. Die haben nämlich mit Barbarossa zu tun. Man kann das auch hier am T-Shirt sehen, mit Barbarossa ausgekifft, Bernhard Stengele und Manuel Gresin. Und ich versuche mit den beiden zu skaten. Könnt ihr das? Ich kann das Wort skaten nicht, aber Skat spielen, ja, ich kann es ein bisschen. Ja, ich kann es auch. Ja. Und jetzt habe ich das. Kann man sich warm anziehen, wenn man mit uns spielt, glaube ich. Okay. Also knallhart. Skat am Campingtisch, das muss ich noch erklären. Der Campingtisch hat einfach eine ganz banale Funktion, nämlich den kriegen wir hier rein. Also wir kriegen keinen normalen Tisch in die Deko rein. Demzufolge war die Idee, den Campingtisch zu machen. Ihr habt das jetzt im Vorgespräch schon gesagt, in der Hoffnung, dass hier irgendjemand mit Bikini vorbeikommt. Die Hoffnung muss ich euch nehmen. Wir hätten es ja getan. Wir spielen ja im Moment, wir probieren ja für neue Stücke eben. Und ich bin den ganzen Früh auf den Proben in Badehosen. Kurzen Hosen. Du solltest ja eigentlich nackt, aber da sind wir noch am Diskutieren. Ja, von daher. Ist ja noch Zeit. Ich muss den Sommer jetzt nutzen. Ja, genau. Jetzt habe ich hier zwei Skatspieler, die ja dieses Blatt kennen, nämlich ein französisches. Und wenn man in Altenburg ist, dann kommt immer der Spruch, mit französischen Karten spielt man Romy, aber um Gottes Willen nicht Skat. Demzufolge sind wir knallhart. Wieso ist jetzt... Doch, hier, wir nehmen ein deutsches Blatt. Wieso ist der französische König im deutschen Blatt? Ach, deshalb, ne? Ja, nee, es war auch eigentlich den König, den ich zeigen wollte. Das ist nämlich eigentlich der Barbarossa Herzkönig, kann das sein? Ja, also so von unserer Story her. Da ist ja das Herz drauf. Genau. Ja, das fragen mal viele Leute, was das bedeutet. Ja. Jetzt kann man sagen, Gerücht, es ist im Grunde ein Skatblatt. Ein haariges Herz, in dem sich die roten Spitzen widerspiegeln. Genau. Das war so die Idee. Aha. Was aber auch so ein bisschen wie Flammen aussieht. Also ich mag das Logo sehr gerne. Okay. Skatregeln, sitzen die? Ja. Fange ich an? Es gibt halt immer so Bauernregeln, die man dann spielt, man Bock-Ramsch-Runden oder sowas. Also so kennen wir es aus dem Westen. Ne? Bock-Ramsch, nach einem verlorenen Kontra spielt man Bock-Ramsch. Eine Bockrunde spielt, heißt, dass alle Werte automatisch eine Runde lang verdoppelt werden. Eine Ramsch-Runde ist, dass man sozusagen, der am wenigsten Stiche hat, gewinnt. Ramsch spielt man ja beim Turnier nicht. Nee, also, ich gebe ja zu, das Skat ist für mich, seit es die Skat-Olympiade mal gab hier in Altenburg, darf ja nicht mal Olympiade heißen, aber da hatte ich so den Eindruck, ich bin auch sportlich tätig, weil Olympiade. Ne? Kann einer von euch irgendwie ganz speziell mischen? Nee. So hoch, einmal runter, durch die wieder Gegend auffangen. Werfen vielleicht. Aber ich kann es nicht. Aber ich kannte wirklich, ich habe mal wirklich mischen, schmiss alle Karten auf die Tische. Was machst du da? Ich mische. Ja, genau, okay. So haben wir es gelernt von der Oma. Ja. Aber jetzt mischen wir nochmal. Aber das war in Bayern dann noch. Ja, natürlich. War das dann nicht eher Strudel zubereiten? Das ist immer dieselbe Handbewegung, je nachdem, was drunter liegt, kommt was anderes dabei. Okay, ich habe ja gelesen, ich muss jetzt mal gucken, dass ich da nichts Falsches sage. Soll ich so lange mischeln? Ja, misch mal. Nee, Manuel Gresin ist nicht Bernhard Stengele. Bernhard, Studium vergleichender Religionswissenschaften. Was ist das? Das ist ehrlich gesagt, jetzt bin ich doch froh, dass ich das mal in der Öffentlichkeit ein bisschen gerade rücken darf. Ich habe das im Grunde, was es ist, weiß ich schon. Ich wollte es auch studieren, aber ich habe es im Grunde nach zwei Vorlesungen oder so abgebrochen. Also ich habe mich da einfach inskribiert damals, war in Köln und kam dann sofort in eine freie Theatergruppe. Und dann war das Studium für mich vergessen. Okay. Aber was es ist, ich habe mich immer für Theologie interessiert. Ich bin katholisch, Allgäu ist man katholisch. Und CDU, das ist dasselbe. Jetzt käme der erste Spruch, das hat schon mal einer totgemischt. Genau. Und CDU, das heißt... Es gibt genauso viele Katholiken wie CDU-Wähler, nämlich 92%. Und ich habe mich dafür immer interessiert und dann dachte ich, mich interessieren auch andere Religionen, also will ich vergleichende Religionswissenschaften studieren. Was ist jetzt der Unterschied zwischen, vergleichende heißt, man lernt man vergleicht auch tatsächlich die Religion, man studiert, man forscht, wo gibt es was für Sekten, wo kommt das alles her? Was hat der Islam mit dem Buddhismus gemeinsam und so weiter und so fort? Okay. Rührt das daher auch so ein bisschen, dass ihr beim Theater euch viel mit dem Thema beschäftigt? Islam, das sicherlich, wenn man den Fachmann als Chef hat? Sicher, also das hat mein Grundinteresse ist gegeben. Das andere ist, ich hatte eigentlich vor 20 Jahren ungefähr, hat Peter Scholl-Latour irgendwie gesagt, das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Religionskriege sein und ich dachte, der ist jetzt doch schon langsam senil.
Also sozusagen aus dem Kalten Krieg habe ich gedacht, so jetzt wird die Welt schön. Ich habe mir nicht träumen lassen, dass der mit seiner Vorhersage so recht hatte. Also es ist einfach das Thema, das immer noch relevanter wird. Das hört gar nicht auf, in seiner Bedeutung immer mehr zu werden. Von daher passt es natürlich auch. Jetzt aber ich habe ein Faible dafür. Jetzt werden wir so ernst in so einer Skatrunde. Braucht ihr so eine, diese Karte? Also das ist die Karte, wo man dann weiß, welches Spiel man machen muss. Braucht die? Ich könnte es zwar gebrauchen, aber da ich keine Lesebrille auf habe, kann ich nicht. Aber ein paar Sachen muss ich fragen. Also, na dann frag einfach. Nämlich, also... Das, da, wo O draufsteht, das ist das, wo beim französischen also, Blatt D draufsteht, oder? Also, genau. Das wollte ich heute nicht fragen, da habe ich schon drüber nachgedacht. Okay, der Ober ist die Dame, genau. Also es das heißt, im Grunde ist das deutsche Blatt einfach eins, wo Frauen noch keine Rolle spielen. Es ist ganz witzig, es gab mal ein altes Blatt, da war da eine richtige Frau drauf. Da hieß es auch Dame, also war auch ein deutsches Blatt, aber da war eine Dame anstelle des... Ich kann jetzt meine Karte nicht zeigen. Nee, ist schon klar. Ich besitze einen so einen... Aber im Grunde wollte man die Männer nicht fuchsig machen, dadurch, dass sie genau, es ist ein reines, schauen, reines, ein Männerspiel. Reines Männerspiel. Oder man wollte mehr Frauen in das Spiel locken. So, jetzt geben, hören, sagen. Mhm. Ich passe. Oh Gott. Ja, ist ein blöder Anfang, aber ich werde es weiter sagen. Weiter sagen. Also ich sage 18. Bitte, spielen. Oh, das war. Ehrlich, ich mauere nicht. Seit wann dürfen Frauen Skat spielen? Würde mich jetzt interessieren. Du bist doch der Experte hier, oder? Als Altenburger muss man sowas wissen. Also, ich glaube, es gab nie ein Verbot. Aber das ist, ich glaube eher, das ist eine Frage der Umwelt gewesen. Ja. Achso, jetzt habe ich 3 Karten gedrückt. Das geht nicht, ne? Nee. Nee, war das anders. Ich muss mal aufpassen. Ich vergesse manchmal zu drücken. Ich habe dann das ist ganz gemein, da spielt man immer in Schwarz und dann hat man... Ja, wenn man gute Freunde hat, dann man sagt sein Spiel an und dann sagen die schon mal Kontra. Ja, genau. Und du denkst, warum? Hey. Warum? Und man hat bloß vergessen, den blöden Kamm zu drücken. Ich spiele ein Shell. Shell ist, das Karo. Weiß ich wieder nicht. Karo. Ist das okay, ja. Ich habe nämlich mit französischem Blatt zu tun. Ich brauche da mal 3 Stunden, um raus zu... Du kennst. Kommst raus. Nein, du kommst raus. Ich habe ja gegeben. Ach so, ja. So... Nein, also ich weiß nicht, seit wann Frauen dürfen und nicht dürfen. Also Shell. Shell. Jetzt kommen die Sprüche. Nee, wenn man, nur damit uns, Kontra sagt man dann, wenn man spielt. Nicht vor dem Gespielten, sondern wenn ich meine erste Karte spiele. Nee, du kannst bis nach dem ersten... Nach dem ersten kannst du sagen. Aha, du kannst es auch vorher sagen. Du könntest es zum Beispiel jetzt noch locker sagen. Nein, glaube. Also wenn der erste Stich rum ist... Wenn er rum dann ist, nicht, ne? Jetzt liegt er ja noch. Genau. Das ist gut gemeint. Du kennst schon dieses kurz auf den Mann. Ja, langer Weg, kurze Farbe, kurzer Weg, lange Farbe. Es war nicht wahnsinnig, was ich hier gemacht habe. Er hat zwei Wegdings gezückt. Nie. Man darf nicht reden beim Skat, ich weiß. Ach doch, also wir wollen das ja nun gerade. Das ist jetzt ein Bube, ne? Das ist ein Unter. Ja, genau. Ein Unter ist auch ein Bube. Und das ist der vierte. Deshalb habe ich Vertrauen in meinen Freund Manuel und hatte. Da ich, das ist immer mein Glück, dass ich den, der den Trumpf hat, der hat den dann komplett. Oder du hast dich. Ja, der erste Stich war jetzt ziemlich wichtig. Wenn das anders gelaufen wäre, wären wir schön dran gewesen. Ne? Aber immerhin, ne? Wer zählt mit? Zählst du mit? Ach, das kann man dann zum Schluss machen. Ach so, ja, da zählen wir richtig aus. Ja, ich zähle immer jetzt mit. Ja, schon. Ja, die Karten schon, aber jetzt nicht den, also, ja, nicht es den gibt, Wert. Es gibt ja die Leute, die können das immer gleich. Nicht? Erzählen. Ich zähle das immer mit. Echt? Ich zähle nur die Karten, ich bin schon damit beschäftigt. Ja, ich auch. Mir zu merken, ob die Hut 10 schon raus. Wir haben jetzt 29, wir brauchen noch 2, dann sind wir aus dem Schneider. Na gut, so gut. Na, Hut ab. Das mache ich jetzt nicht. Siehst du, jetzt den letzten darf ich mir ja nochmal angucken. Jetzt genau, bei den genau. Ganzen, bei dem Quatschen, es ist ja auch mehr Quatschen, als dass er eigentlich zum Spielen kommt. Jetzt ist nur immer noch... Ah, cool! Ja. Mehr kann man der Farbe nicht holen. Davon gehen wir doch aus. Ja, siehst du, so. Ich weiß jetzt, wie viele Augen wir haben. So. Sagt man Augen bei euch oder Punkte? Augen. Augen. Ochen. 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 Eigentlich sagt man Ochen. Aber jetzt nochmal das Thema Bayern. Das spielt nicht schlecht, Herr Manuel. Das Thema Bayern. Mensch, da hast du aber echt, guck dir das an, ja. Das ist teuer. Also das muss man. Das ist das, wo ich dann mitsehe. Daran sieht man, Schauspieler sind fair. Also wenn man auf eine 7, die man mit einer 7 sticht, noch eine 9 kriegt, ist es halt wirklich, also. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. So, jetzt wollen wir den. Ich hab nämlich nicht mitgezählt, welcher Trumpf schon raus ist. Ich will aber jetzt mal bei dem. Das ist mit dem Reden eben mal recht. Der erste war gefallen, dass wir die erste Runde reden wir ein bisschen mehr. Das ist der zweite. Das heißt, du kannst den auf keinen Fall stechen.
Deshalb. Also wenn er nicht viel falsch macht, kriegt er noch einen Stich, das kann ich euch sagen. Genau, und der könnte, das ist auch gemein, wenn er teuer ist, wenn der Stich teuer ist, dann muss ich mich jetzt nur in der richtigen Farbe freimachen. Man muss ja mal sagen, die haben vorher im Vorgespräch so getan, als könnten sie nicht bis drei zählen, was Cut anbelangt. Also jetzt wenn sie einen, wenn ihr habt geübt. Einen, wir haben ja auch gepasst. Ist Stich, gleich. Einen Stich brauchen wir noch, der muss teuer werden. Aber das müsst ihr auch hinhauen, nachdem das so verteilt ist. So, das ist wieder nichts. Natürlich. Okay. Ne. Ja, aber das war nicht anders zu machen. Wir sind alle durch. Was war das? Du hast echt diese geteilt, aber ich kann es nicht jetzt. Das war, Nicht vorwerfen. Achso, ach, du bist ja. Grober Fehler. Du hast mich so angeguckt. Wir müssen auch ein bisschen was erzählen, weil die Leute sehen das ja gar nicht. Ja, ja, jetzt war es halt spannend. So, ihr habt ja, ich hab ihn! Eigentlich noch eine oh fuck, hast du dich nicht freiwerfen können in Herz? Was denn? 40, 50, 53, 57, guck mal nach, ob es stimmt. Ist ja, aber gut. Ihr habt nicht gewonnen. Ich hab 57, nein, aber nicht gewonnen. Zähl mal. 15, 19, 30, 33, 43. 43 und 17 sind 60. Habt ihr gewonnen? Ja! Weil ihr gemauert habt. Wir haben ja echt gewonnen jetzt. Ja, 60 ist geteilt, das ist verloren. Ich glaube euch das mal so an dieser Stelle. Ja. Cool. Ja, schön. Da bin ich jetzt überrascht. Ja, ich gebe. Ja. Ich habe an der Stelle... Du hattest viele Buben, aber sonst war das Blatt flach. Das war völlig blöd. Ich habe eine 18 gesagt. Also ich habe nichts gehabt, echt. Manuel Krasin, 1978 in Berlin geboren. Ich habe vorhin schon gefragt, Ost- und West-Berlin. Aber West-Berlin hat sich insofern schon geklärt, weil das französische Blatt. Ist das wirklich so, dass in Ost-Berlin dann deutsches Blatt wäre? Das weiß ich nicht. Okay, aber ich vermute fast. Ich vermute fast. Ne? Also ich weiß nur, dass ich schon damals noch vor 89, mein Vater hat uns in Ungarn im Urlaub Skat beigebracht und daher kannte ich Altenburg. Also, denn immer, wenn wir uns gezofft haben, hier ist immer, dann fahren wir nach Altenburg zum Skatgericht, wenn dann mal irgendwann die Mauer fällt. Ja, wir sind aber an der Landesbühne Sachsen-Anhalt? Genau, in Lutherstadt Eisleben. Da muss man ja dann tatsächlich mit deutschem Blatt spielen. Aber da haben wir auch mit deutschem Blatt gespielt und ich habe komischerweise in Eisleben mehr Skat gespielt in der Kneipe als in Altenburg. Aber mit deutschem Blatt dann? Ja. Okay. Ist es hier hinter der Bühne, wenn ihr so lange Einakter oder irgendwie so... Das hat sich verändert. Also, was macht ihr da? Was ja, macht eben, ihr da? Ich bin rauchen. Ja, das Ding ist, es hat sich die Ästhetik hat sich ja insgesamt sehr, sehr verändert. Das bedeutet, heute ist es ganz üblich, dass man eigentlich in einem Stück, dass die Schauspieler fast immer auf der Bühne sind. Also dieses klassisch Auftreten, Abtreten und so, das ist seltener geworden. Ich kenne das, als ich anfing, dass man dann in der Kantine saß, auf einen Einruf wartete und dann sagt, halt fest, also noch beim Kartenspielen. Aber das erlebe ich jetzt selten, also hier gar nicht. Aber du kommst aus Bayern, ihr habt dann Schafskopf gespielt. Nee, ich habe immer ich kann nicht Schafkopf tatsächlich. Das ist, bei uns wird das viel gespielt, oder Doppelkopf, Schafskopf oder Doppelkopf. Skat ist ja eine Mischung aus dem französischen Tacho und dem Schafskopf. Ah, das muss. Ja, genau. Also das ist ein Ereignis, bedingt durch die Befreiungskriege gegen Napoleon. Aha. Also hier zogen die französischen Truppen durch und man hat in der Zeit, war Französisch sehr en vogue, also man hat Tacho gespielt und dann kam aber über den Krieg, kam dann auch die Bayern rein, brachten den Schafskopf und es gab diese Skatrunde um den Herren von der Gabelens und die haben dann das mal so zusammengewurschtelt und ich glaube 1813 haben die dann das erste Mal Skat, das Skat stammt von Scatare, das ist aus dem Italienischen das Reizen. Ah, Scataro. Genau. Das, und so ist Skat entstanden. Ich mag das. Geben, hören, sagen. Ich sag nichts. Dann muss ich weiter, oder wie? Ja. Geben, hören, sagen, weiter sagen. Ja. 18. Nee? Du bist so ein kleiner Maurer. Ne? Ja, ich glaube auch. Nein, er hatte ja mehr Trumpf als ich, also im ersten Spiel. Darauf haben wir spekuliert eigentlich. Aber ich hatte so blöde. Ja, die lagen blöd. So dazwischen und das Beiblatt war nicht gut. Ich muss sehr lange Trumpf spielen, bis es dann überhaupt. Das ist dann der Nachteil. Wollt ihr was trinken? Ich habe ja Bier, aber. Ich habe nachher noch Vorstellung. Wir zeichnen das ja auf und er hat ja noch Vorstellung. Und ich habe ja immer gedacht, dass man. Also mittags schon mal Bier trinkt. Mittags erstmal. Nicht. Das hat sich auch unser total Ruf, geändert. Unser Ruf ist schlimmer, als wir eigentlich sind. Ja, es hat sich aber die Gesellschaft... Auch das hat sich geändert. Total. Ich komme ja aus so einem Handwerkerbetrieb. Es war wirklich so, das meine ich ernst. Also
um 7 kamen die Leute zur Arbeit, um 9 bei uns dann Leberkäse, Semmel, halbe Bier. Normal, völlig normal. Alle tranken Bier um 9. Zur ersten Vesperpause. Als jetzt im Handwerk, meine ich jetzt in der Schreinerei. 9 Uhr ist ein Schauspieler noch nicht bei der Arbeit. Ja, das stimmt auch. Und dann ging das so weiter. Also so. Und im Theater auch, da hat man viel mehr getrunken. Aber die ganze Gesellschaft hat sich dahingehend verändert. Ist auch verboten. Also in Würzburg haben sie vor 5 oder 6 Jahren das Bier vollkommen abgeschafft. Nur noch kannst du es in der Theater. Ja, ja. Nicht in Bayern. Aber das war. Da gab es auch in der Kantine kein Bier mehr. Doch, in der Kantine ja, aber die hatten vorher einen Automaten. Das war nicht mehr erlaubt. Sodass niemand sozusagen zu Arbeitszeiten Bier trinken konnte. Wenn du eine Fahne hast als Techniker und der sagt, sag mal, hast du ein Bier getrunken? Das ist Kündigung. Aber das ist ja hier auch. Das ist inzwischen so, aber das hat man früher viel, viel lässiger gehandhabt. Also es war. Aber ich kenne das doch in bayerischen Unternehmen, da steht neben jeder Maschine ein Bier. Also wir haben da mal einen Film gedreht. Wie lange ist das her? Das ist ein paar Jahre her, nicht so lange. Also das wird immer strenger, also diese Sachen. Weil das ist ja versicherungstechnisch. Da sagt man, hey, der hat ein Bier gehabt. Dann zahlt er keine Versicherung mehr, wenn was passiert, du kommst raus. Ich habe immer gedacht, die... Ne, aber du musst sagen, was nämlich ein Spielkreuz. Das wie heißt das bei euch? Eichel. Eichel. Es gibt ja böse Sprüche, aber dann können wir das erst nach 22 Uhr senden. Nämlich? Wegen Eichel jetzt, oder? Ja, da gibt's. Wir können schon brauchen nicht weitermachen. Passt. Ich hab Bilder im Kopf. Genau, man kriegt die nicht mehr raus. Hat er nicht. Aha. War mir klar. Genau. Die Bayern trinken kein Bier mehr. Ich dachte ja immer, die brauchen irgendwie so auch so ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Die Bayern. Die trinken schon noch Bier. Ich will nur sagen, dass die ganze Gesellschaft da auf der einen Seite gesünder geworden ist, aber auch intoleranter. Es wird heute einfach nicht mehr toleranter. Dann die Frage, möchtet ihr ein Wasser? Ja, ein Wasser würde ich nehmen. Ja. Also nebenbei so. Ein bisschen. So, dann spielen wir mal Trumpf, ne? Schön. Eichel ist Trumpf. Was ist Trumpf? So. Buben, ne? Den Buben. Jawohl. So, den kann ich. Freihand. Ah, jetzt hat er auch noch das Ass. Naja, gut, hätte er kein Spiel gemacht, wenn er ein gutes Platz hätte. Ist ja nicht wie ich, der ein Spiel machen muss. Weil die anderen zu feige sind. Weil die anderen zu feige sind, eins zu machen. Das ist gut. War deiner. Nee, das der ist ja, uns, ach, mein, unser, ja, genau. Das wäre auch von unserer Jagd. Das hat er bestimmt auch nicht, hat er. Den bringe ich jetzt mal aus. So. Ich weiß gar nicht, kann man das so richtig sehen, was wir hier spielen? Na, die richtigen Skater. Grün war schon irgendwie, ne? Ihr sagt da grün? Nicht blatt. Ja. Nee, was sagt ihr da? Laub. Nein, grün. Grün sagt man da. Grün in Deutschland. Also in Deutschland. Das ist schon auch. Also Altenburg sagt man ich, bin, grün. Ich sage jetzt, also auch Süddeutschland gehört zu Deutschland. Also in Deutschland sagt man auch Laub. Ich glaube, das seht ihr anders. Ja, ne? Wir. Zumal Jakobo. Als Alten. Ja. Ich mache das jetzt mal so. Oh, du stichst? Ja. Und zwar mit was er hat. Und da hau ich gleich noch etwas weg. Da. So. Jetzt hat er das weggehauen nämlich. Jetzt gehe ich mal davon aus, Mist. Dass du nicht den ersten hast. Oder dass, du noch zugeben kannst. Rot. So. Jetzt kommt aber der erste. So als Tipp, wenn er da wäre, müsste er. Ja, müsste kommen, da war er. Nee, ich habe jetzt gerade nur. Du darfst. Ich darf, ach ja. Ja, ich glaube, ich bin eh draußen. Das ist vergebliche Liebesmühe, was ihr hier versucht. Das ist ja. So, wir brauchen nicht zählen, guck mal, ob wir ausgeschneidet sind. Ja, genau. Hä? Barbarossa ausgekifft. Kommen wir mal zu dem Thema. Ja. Manuel Cressin als Schreiber. Ich habe das so in der Vita gesehen, das hat sich auch so entwickelt. Also das ist ja jetzt nicht üblich, dass ein Schauspieler schreibt oder ist im stillen Kämmerlein jeder Schauspieler irgendwo am Schreiben oder? Das weiß ich nicht, ob das jeder, also ich kenne einige, die so für sich schreiben, aber bei mir war das komischerweise, ich habe noch, bevor ich Schauspieler werden wollte, habe ich geschrieben. Okay. Und das hat mich immer fasziniert und begeistert und ich hatte auch damals, habe ich auch überlegt, szenisches Schreiben zu studieren und habe dann aber vorher die Zusage für die Schauspielausbildung gekriegt. Okay. Und habe gesagt, naja gut, ins Schicksal. Also ich hatte mich auch beworben für szenisches Schreiben
und habe mir gesagt, das Schicksal soll das jetzt entscheiden. Und ich kriegte halt zuerst eine Ausbildungsstelle und habe das immer nebenbei gemacht. Wie lange, jetzt nehmen wir mal Barbarossa ausgekifft, wie lange schreibt man daran? Das ist irgendwie an so etwas. Das ist schwierig zu sagen, weil das immer mal so zwischendurch, also gerade bei Barbarossa ist das immer zwischendurch passiert, wo ich erstmal so einen Grobablauf hatte, so eine erste Fassung und dann habe ich mit Olaf viel gesprochen, er sagte, oh, kann man da nicht noch ein Lied reinnehmen? Und dann sind so ein paar Songtexte erst. Hat er eigentlich auch mal was anderes gesagt, außer kann man da nicht noch ein Lied reinnehmen? Also er hat nie gesagt, kann man ein Lied wegnehmen. Ja gut, aber beim Musiker vielleicht doch ein bisschen. Kann man es erwartungsgemäß sozusagen. Ist ein bisschen, er verhält sich erwartungsgemäß. Und dann haben Bernhard und ich halt nochmal zusammengesessen jetzt Anfang des Jahres und haben da nochmal Sachen umgeworfen. Also zum Beispiel diesen ganzen Zeitsprung, der ist erst sehr zum Schluss entstanden, dass eben Barbarossa nochmal. Also die ganze Hexenverbrennung haben wir relativ spät gehabt. Erstmal gab es diese Grundstory eben, dass der wiedererweckt wird mit dieser Partei und dass er ausbüchst. Das war so erstmal die Grundidee und dass er eben diese große Liebe in Altenburg wiederfindet. Also der Ausgangspunkt war schon die moderne Geschichte sozusagen. Ja, okay. Das war von Anfang an so. Und ich habe immer gewusst, dass ich im Januar erst dazukommen kann, weil ich davor eben auch mit anderen Sachen sehr beschäftigt war. Und dann haben wir eben die ganze Sache noch weitergefasst. Das Tolle war halt, also was ich zum Beispiel so besonders finde, ist zum Beispiel, dass Liedtexte schreiben ist eine hohe Kunst. Ja. Weil ein Lied braucht etwas ganz anderes als ein Gedicht zum Beispiel oder als ein Prosatext. Und dass der Manuel, also sowohl die Dialogszenen, aber auch die Liedtexte, also es sind wirklich gute Texte. Das ist mir, wenn man jetzt so das normale, meistens aus dem amerikanischen übertragene Mainstream-Musical anguckt, da stellt es einem dann schon mal die Nackenhaare hoch, also sprachlich. Das finde ich, das ist gut zusammengegangen, dann auch mit Olaf entsprechend, wie er es dann wieder umgesetzt hat. Und so. Da ist ja Geben, Hören, 18. Nein. Da gibt es aber auch diese bayerische Szene, die du hier spielst. Du bist kein Bayer. Wie lange hat es gedauert, dass das passt? Das war so, weil die Schauspielerin von der Agathe, also das war in Sagst so einem Pseudo-Bayerisch, ja, mache ich. Ja, ich spiele und reden, muss schon gehen. Also. So ist es beim Skat normalerweise, beim Online-Skat. Okay, dann also 20. Ja. Zwei. Weg. Ich spiele Hand. Und zwar? Krankenhand. Gut. Jetzt müssen wir die das... Die Agathe da schon, die kommt aus Bayern und mit der haben wir dann mal Nachmittag gesessen und dieses Pseudo-Bayerisch in korrektes Bayerisch. Okay. Die ist aus Oberbayern direkt. Ja, und also das Bayerisch, was das ich kannte, war von Karl Valentin. Das ist ja noch nicht so richtig Bayerisch. Das ist Fränkisch. Die Würzburger, die wehren sich total dagegen, wenn man zu den Bayern sagt. Ja, alle Franken, glaube ich. Ja, total. Das ist auch so, das ist wirklich ein kurioses Völkchen da. Dieses ganze Bundesland ist ein Grauen da. Wirklich, ist furchtbar. Gut, wir waren zu einem Krankenhand Hand und der große Meister kommt nicht selber. Nee, ich komme nicht raus. Kommt man nicht selber nehmen? Nee, weil ich das spielt keine Rolle. Nein, ich wusste nicht mehr, wer gegeben hat. Das würde mich ja jetzt wirklich interessieren, auch wenn er ein Grand Hand spielt. Beim Grand spielt man Esse. Oder man hält die Fresse. Und dann gibt es noch Hand hat aller Hand. Aber Hand hat aller Hand. Hat sich gerade. Ja, also wenn es ein Grand Hand ist, das ist jetzt der dritte unter, geht nichts drunter. Aber was drüber, herzlichen Dank für das Vertrauen. Ich konnte es, Gott sei Dank. Weiß jetzt, heißt so. Und dann ärgern wir dich doch beide, weil du kannst ja nichts machen, außer wieder einen Buben reingeben. Das macht nichts. So, und dann darfst du aber nicht mehr aus dem Stich kommen, mein Lieber. Und das habe ich auch nicht vor. So, mal sehen, wie lange er das hat. Jetzt hat er wahrscheinlich, er wird jetzt viel haben. Also von irgendwas muss er ja viel haben. Fick. Ja. Jetzt sind wir wieder so 22 Uhr. Zuschauer. Nee, man sagt doch, beim Skat sagt man picken. Ja, also wenn man immer so anfüttert, heißt das im Grunde, ne? Oder? So war das. Ja, doch. Ja, ich glaube, wir müssen es. Vielleicht müssen wir es gar nicht rauspiepen. Genau, eben. Das Picken, warum auch? Er passt auf, ich nicht. Ja. Ich kann gar nicht so sehr viel machen, weil ich. Ja, muss alles machen. Der hat alles. Haben Sie, hat uns nicht schwarz gespielt. Aber nein, Schneider. Nee, Schneider auch. Ich kann nicht so lange das auf. Naja. Ja. Ich kann nicht so lange. Wir haben gemacht, was wir konnten, nämlich 15 Punkte. Komm, das war aber jetzt auch echt Glück. Was hat Oma-Spiel! Ja. Das ist richtig. Man schämt sich für so ein Spiel im Grunde. Normalerweise gibt man das ab und sagt einfach, ich. Nee. Bescheidenheit ist eine Zier, nur weiter kommt man ohne ihr. Das stimmt. Ich komme mal zu einer kleinen Zwischenrunde.
Wasser trinken Vierbeiner, Menschen finden Bier feiner. Ja, ich hab hier Bier stehen. Er wirkte so lange die Klapperschlangen, bis ihre Klapperschlapper klang. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich mir auf die Bimmel hau. Okay. Ist das, muss man da mehr dazu wissen? Du hast zu diesem... Nein, das ist einfach nur, weil wir lustig sein sollen. Und weil natürlich, es geht ja um ihn auch als Schriftsteller, weil es gibt Schauspieler, die Schauspieler werden, haben im Grunde alle eins gemeinsam, nämlich dieses, wie Laurence Olivier, der große Mime, gesagt hat, look at me, look at me, look at me, look at me, dieses Bedürfnis, dass man angeschaut wird. Und dann gibt es aber ganz verschiedene Beweggründe. Und was mir gleich aufgefallen ist bei Manuel, ist, dass er ein ausgesprochen intensives und sinnliches Verhältnis zur Sprache hat. Das ist wunderbar. Das ist wahr. Es ist ein Stichwort. Nein, es ist ein Stichwort. Wunderbares Verhältnis zur Sprache. Du gibst, glaube ich. Ich habe gerade. Als Journalist, der ich ja auch irgendwie so ein bisschen tätig bin, sitzt man ja ganz, ganz viel in Stadtratskreistagssitzungen. Und dann gibt es dort sozusagen eine Art der deutschen Sprache. Mhm. Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen aufgeschrieben und möchte jetzt mal von den sozusagen, die tagtäglich mit der deutschen Sprache umgehen, wissen, was ist das jeweils? Nehmen wir mal die Verockerung. Was ist eine Verockerung? Kann man das im ganzen Satz machen? Eine Verockerung? Im ganzen Satz wird es dann zu deutlich. Ockerfarbe? Ja, also es ist wahrscheinlich etwas flach machen, grau machen, farblos machen, konturlos. Da geht es ganz schnöde darum, dass es ein Bach, der unterirdisch unter einem Gebiet fließt, am anderen Ende ockerfarben wird. Und das Umweltamt hat festgestellt, es gibt eine Verockerung. Also wird das Wasser dreckig. Mensch, wenn das die Leute hören, du. Was halten Sie von der zunehmenden Verockerung? Genau. Was ist ein unternehmerischer Entscheidungstatbestand? Das ist, glaube ich, wenn ein Gesellschafter einer Gesellschaft einfach sagt, so, jetzt müssen wir kündigen. Nö, das ist, wenn der sagt, ich gebe das Geld aus. Das ist eine Entscheidungstatbestand. Das hieß damals als ein Spaß. Also einfach ein langes Wort für ein kurzes genommen. Ich sage, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich gebe das Geld aus. Nein, ich habe einen unternehmerischen Entscheidungstatbestand geschaffen, dadurch, dass ich gesagt habe, ich gebe das Geld aus. Was ist ein Zustandsstörer? Ein Erneuerer. Ein Zustandsstörer ist der, der den Zustand stört, oder? Das heißt? Das ist zum Beispiel der, der über dem Bach ist. Und wenn man nicht ganz genau weiß, ob der den Bach ocker macht, dann könnte das der Zustandsstörer sein. Das gilt aber nicht nur bei Bächen, oder? Das ist ein juristischer Begriff. Ah, ein Zustandsstörer. Wir versuchen im Theater immer die Sprache einfach zu machen, dass sie alle verstehen. Also darum ist das. Weiß ich gar nicht, warum man in der Politik. Was ist Spontanvegetation? Unkraut? Ja, ein Punkt geht an Manuel Krasin. Das ist Unkraut. Eine nicht lebende Einfriedung. Das war's, wenn man was mit Steinen umzäunt. Das ist ein Zaun. Ja, ne? Ein Zaun. Meine ich also, aber nicht ein Pflanzenzaun. Kein Pflanzenzaun, genau. Der nicht-Pflanzenzaun. Ja, Straßenbegleitgrün. Hier am Straßenrand. Also der Pflanzung. Genau. Jetzt kommt, also das ist eigentlich meine Lieblings. Raumübergreifendes Großgrün. Bäume. Richtig, ein Baum. Ja. Und jetzt haben wir auch ein bisschen poetisch. Ist es? Ja. Ne? Es hat so die Poesie von Hertha Müller, finde ich. Also. Raumübergreifendes Großgrün. Oder? Erdmöbel. Was ist ein Drei-Seiten-Kipper? Ich weiß, was ein Drei-Seiten-Bauernhof ist, aber ein Drei-Seiten-Kipper. Besondere Art von Bagger. Eine Schubkarre. Ja. Weil man den nach drei Seiten kippen kann. Und kann auch nach vier, wenn man es in der Fresse. Ja. Geht nicht gut, weil dann stellt sich eigentlich hin. Achso, stimmt. Die Hebelwirkung ist ein bisschen doof. Ich wäre jetzt dran mit geben. Ja. Also war es also relativ ausgeglichen. Also ich würde, wenn wir jetzt mitschreiben würden. Jeder hat gespielt und du hast einmal verloren. Ich weiß nicht, wenn man dazu sagt, ausgeglichen. Ich meine jetzt diese Spielrunde mit dem. Mit den Worten. Mit den Worten. Ach so. Ich würde mir nie anmaßen, mein verlorenes Spiel in irgendeiner Art und Weise als Gewinn. Wir wollten das nur nochmal. Ja, aber das ist schon, ich finde, das ist jetzt schon. Jetzt gibt es auch so einen Spruch. Hinten hat die Kuh den Schwanz. Genau. Hinten hat die Kuh den Schwanz. Genau, das haben wir heute schon gehört vom Camping Girl. Genau. Vom Camping Girl, sehr schön. Ja. Also, aber reizt es nicht, dass man ab und zu mal mal was schreibt mit solchen Worten? Es gibt ein Stück Top Dogs. Stimmt, in Top Dogs. Das ist so geschrieben. Top Dogs geht um arbeitslos gewordene Top Manager. Und da werden nur mit solchen Begriffen, also mit so, auch vor allem mit Wirtschaftsbegriffen, die kennst du ja alle, Break-Even und so weiter und so fort,
bis hin zur Lächerlichkeit wird da operiert. Aber das ist, glaube ich, da braucht es kaum Satire, weil letzten Endes, wenn man in einer modernen Marketing-Sitzung und heutigen Marketing-Sitzung sitzt, da habe ich auch mal den Eindruck, dass die gar nicht wissen, wovon sie reden, weil sie auch nur mit solchen Begriffen um sich werfen. CRM. Ne, das musste ich ganz hart lernen, in stundenlang. CRM, hat sie mir gesagt. In Franken war das. Du, wir machen jetzt die CRM, müssen wir verbessern. Die CRM. Und ich dachte immer, erstens sagt, das wäre ein Wort, CRM, und ich konnte es nicht verstehen, weil es fränkisch ist, bis ich mitgekriegt habe, dass es CRM ist. Und dann habe ich es irgendwann erfragt, ja, das heißt, konnte selber nicht gut aussprechen, Customer Relationship Management. Ja. Dann sage ich, okay, Relationship Management, was heißt das? Naja, wenn der Kunde an die Kasse kommt. Ja, eigentlich das war CRM. Ein CRM ist eigentlich eine Software, die das verwaltet. Das kam ja auch Software. Aber das ist auch... Ja, nee, das, genau. Wenn, aber das ist ein Beispiel. Das wäre, glaube ich, besonders lustig, wenn man das im Dialekt macht. Das schaumäßig. In der Schreinerei. Herrgott, zack, jetzt machen wir doch die Maschine wieder upgraden, du. Und die haben wir schon so lange nicht upgraded. Und so. Also spricht man bei uns. Und diese Worte kommen ja egal wo. Diese Computersprache hält ja Einzug überall. Das hört sich natürlich im Dialekt besonders lustig an. Sehr schön. Ja. Wer war jetzt eigentlich? Ich habe gegeben. Ihr müsstet euch was sagen, glaube ich. Ja, 18. Ja. 20. Passe. Passe. Oh nee. 18:20:204 und ich passe. Contra Rätz und dann zur Kasse. Sie wurden ganz blass, denn ich gewann das Spiel. Kennst du das? Gab's nicht auch? Nein. Juliane Werding. Doch, kenne ich. Wenn du denkst, du denkst. Genau. Dein Mädchen kann das nicht. Das ist, glaube ich, sogar mal beim Neujahrsempfang hier in der Stadt Altenburg gesungen worden im Zuge des Jubiläums von Skat. Genau. Ja. Und ich glaube, es war Vanessa Rose. Stimmt, Jahren. Das war das Vanessa Rose. Das hatte ich noch rausgesucht. Genau. Ich kann es nämlich. Schellen. Schellen, aber er kann, ne? Also schon einmal mit dem... Für mich ist es eine Freude, Manuel. Du wirst auch gleich hören, warum. Wer kommt raus? Ich. Ja? Nee. Ja, doch. Ich würde mir sogar getrauen, Kontra zu sagen. Ich wusste es! Hätte ich gereizt. Ich darf ja nicht. Ja, aber ich hatte ja nichts. Du hast mitgereizt. Ja. Er hat gereizt. Aber ja. Aber vielleicht täusche ich mich auch, deswegen, ich sag's ja nicht. Kann's ich ja nicht sag's, Kontra. Schelle ist bei uns auch eine Ohrfeige. Ja, das ist, gibt es auch hier als Ohrfeige. Das hat er gestochen bisher. So, Kontra haben wir gesagt, ne? Kontra. Ja, Halleluja! Hat man schon gesagt. So. Ich habe leider nicht zum Anspielen. Ja, der Kollege spielt Schellen. Ich muss mal sehen, wer nun mehr hat von der Farbe. Wer länger durchhält. Das ist immer. Also ich kann das nachvollziehen. Ah, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier so im Grün mehr geht. Ja, ich nicht. Da hab ich mal der recht. Tisch ist irgendwie blöd. Sag nicht, dass es am Tisch lag. Nein, ich bin noch gut dabei. Also, das ist gerade nicht mein Problem. Wir müssen ein bisschen reden, weil ich glaube, der Zuschauer sieht das gar nicht so. Nee, das kann ich sehen, was wir machen. Ich kann nur sagen, dass sich der Mann hier gerade wahnsinnig verspekuliert. Spielt hier mit Rot. Ja! Hast du es genau hingeguckt? Ich habe genau hingeguckt. Wir haben gerade gestochen. Also, hier. Also es ist jetzt deutlich geworden, dass wenn einer Trumpf hat von uns beiden, dann bin ich das. Genau, falls ich nicht einen riesen Fehler gemacht habe. Der Kontra gegeben hat, war ich. Ich dachte mal, das ist total verpönt, dass man sich so abspricht als Team. Nein, man hat es jetzt, das war eine Reaktion. War ja jetzt eindeutig. Hast du es genau gesehen? Du kommst. So, wollen wir ihn weiter ärgern? Ja, da können wir ihn ärgern. Oder er wirft ab. Mal sehen, was der Manuel macht. Jedenfalls kriegt er rote Backen und so ein leises Blut in seinen Augen. Was? Wut? Zu verlieren ist nicht deine Stärke, ne? Ich verliere ja nie. Ich muss in den Stich kommen, dann könnte ich dich noch mehr ärgern. Das ist Eichel. Das habe ich bei Eichel leider nicht aufgepasst. Jetzt hast du nicht aufgepasst, ne? Ja, das ist dieses blöde Gequatsche dabei. Ach, und wenn es falsch ist. Das ist auch wurscht, ehrlich gesagt. Das ist wurscht. Ah, nee, das ist falsch gewesen. Ja, das ist nicht schlimm. Falsch gewesen. Da haben wir doch Ulm. Jetzt nützt es nichts. Machen wir es so. Ich habe eh alles heimgebracht, was ich wollte. Ich habe mich verdammt. Naja, so geht's. Nein, das war schon. Weil, wenn man schon auf der Verliererstraße ist, Manuel, dann wird es immer sinnlos. Machen wir es dann doch noch ein bisschen anders. Ja, komm, dann reizen wir dich jetzt nochmal. Da kannst du mit deinen riesen hohen Trümpfen jetzt drüber. Und rein damit. Gib alles, jawohl! Nein, okay, ich habe spekuliert. Ja. So.
Das ist, ah, der hat immer noch, ah cool, den hast du nochmal gestochen. Ja, ja. Und den auch. Den hat er, den noch, hat er. Nee, der hat noch einen Fuck. Mehr. Jetzt gucken wir mal, es wird ja, das eng. War mein Fehler, ich hätte ja, die 10 auf dein Eichel, ja, das war mein cool Fehler. Gewesen. Ich wusste nicht, fünf, dass du... Warte, 5, 5, 5, 16, 17, 29, 31, 51, 55, 58. Ja! Mit, was war das? 56. Mit was? Das war ohne 2. Ohne 2, Spiel 3, Kontra 6, verloren 12 Mal... Dafür hatte ich vorhin Schelle! 12 Mal Schelle! 12 Mal sind 108 miese, ne? Das ist bei 10 Cent, um die wir ja hier spielen, 10,80 Euro. Oh, das ist ja ein Monatsgehalt. Er gibt. Aber doch nicht bei Schauspielern. Ich gebe, oder? Ja, du gibst. Okay, jetzt können wir wieder zum Ernst. Kommen wir zum Ernst. Der Talkshow zurück. Beim Thema Gehalt. Beim Thema Gehalt. Wollen wir uns darüber unterhalten? Nein, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Aber es ist ja die Frage des Spaßes bei der Arbeit. Mhm. Es ist ja keine Frage des Geldes. Ja, ist aber ein blödes Argument. Ich kann nicht auch nicht zu meinem Vermieter gehen, wir sind mein Arbeitgeber. Der meint, sie haben doch Spaß an der Arbeit. Ich habe verdammt viel Spaß. Geld habe ich nicht, aber verdammt viel Spaß. Ach komm, wir können es, also eine Sache in einem Satz einmal sagen. In einem Bundesliga-Verein ist es so, dass die wahren Leistungsträger, das sind die Spieler auf dem Platz, verdienen mehr als der Schuhwart. Ja. Kann man das so sagen? Ja. So, das stellt einen relevanten Unterschied zum Theater dar. Ja. Mehr brauchen wir über das Thema. Wobei nicht die Gehaltsunterschiede bei den Fußballspielern. Ich wollte dieses Thema auch gar nicht anschneiden. Ich wollte vorhin irgendwie einen dummen Spruch machen. Okay, wir gehen weg zum Thema Gehalt. Uns macht aber unser Beruf Spaß. Das ist, glaube ich, also es ist dann doch dieser Aspekt, sonst gäbe es ja vermutlich keine Leute mit einzelvertraglichen Lösungen. Das muss ja irgendein. Das ist wieder so ein Wort. Genau, da sind wir wieder bei den Worten. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich nichts habe, weil ich wäre der, glaube ich, auch was sagen müsste und ich habe nichts. Das heißt, ich sage 18. Moment. Ja. Okay. Dein Spiel. Schon wieder. Ja, es tut mir leid. Nee, bitte. Ja, du, aber ich wurde von dir als Maurer bestimmt. Wir haben im vorherigen Spiel festgestellt, du machst das relativ gut. Ja, du verlierst anständig. Du verlierst anständig. Die Gesichtsfarbe ist besser geworden. Ich kann immer, wenn ich mit meinem Sohn spiele, kann ich immer sagen, der ist nicht nur ein schlechter Verlierer, sondern auch ein schlechter Gewinner. Das ist... Zum genau. Tue ich vielleicht meinem Sohn sehr unrecht. Da wir es jetzt 22 Uhr erst senden können, kann er vielleicht noch gar nicht gucken. Nach dem Ausbruch des... Herrn Stengele, den kurzzeitigen. Ach, das läuft ungeschnitten. Ich dachte, da wird noch beim Skat sagt man picken, habe ich gesagt. Ja, vielleicht hatte ich kurz. Ja, das könnte sein. Vielleicht hatten wir auch eine Zeit. So, wie heißt das Laub? Grün. Grün, okay. Ich habe gegeben. Dann kommt er selbst zu seinem Grünspiel. Wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das ja hier so schlecht sieht. Was? Yeah! Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt würde man beim Fußball würde man das Ganze nochmal in Zeitlupe zeigen. Es fällt von dem Spielmacher, das Schellass. Von mir kommt ganz elegant ein grüner Ober. Wir erinnern uns dran, es wurde grün als Trumpf genannt. Und der Herr Stengele warf freundlicherweise eine 10 ein. Ich hätte das jetzt gern nochmal in Zeitlupe. Früher genau. War mal dieses wunderschöne R oben drin. Ja, genau. Das gibt es leider nicht mehr. Das blinkt so. Ja. So. So wie dieser Loriot-Sketch. Spielen Sie Skat im Moment nicht. Ich biete dir ein bisschen was an, weißt du, dass deine Trümpfe loswerden kannst. Oder das Ass, falls du es irgendwo versteckt hast. Na, wenn du mich so bittest. So. Also vielleicht müssen wir die... Also das ist, glaube ich, doch dann, wenn es spannend wird, wird man so schweigsam. Mhm. Das ist natürlich doof. Blöd also, für das Sendekonzept. Wir machen es nicht mehr spannend. Ich habe gestochen. Und ich werde ihn jetzt weiter ärgern mit Schellen. Weil er hat ein gutes Sprachgefühl, aber beim Kartenspiel, da verlassen sie ihn dann doch. Ne? Also entschuldigt mal. Und dann geben wir da nochmal einen rein. Und direkt da hinterhergeschoben, weil vielleicht hat er noch einen. Ah, er hat keinen mehr, er muss stechen. Aber möglicherweise kommt er auch da. Oder wir werfen ab, wir sind noch unentschieden. Ne? Wir haben es gestochen. Genau, das war jetzt meine Idee, deswegen kam ich auf den Fußball, ob man nicht eigentlich so einen Kommentator hätte. Ja, genau. Und der hat auch noch so einen
Ich habe gehört, du hast auch als Sprecher gearbeitet. Bei Rias gab es noch Rias. Na, dann machen wir jetzt den Rest. Kannst du ja mal, du ja mal so als Sprecher. Okay, also. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das letzte Mike war. Mike sitzt vorne, Mike. Es kommt darauf an, ob man es mehr wie ein Fußballreporter macht Fußball oder eher wie Golf. Golf ist ja eher so, Mike Langer geht langsam zum Grün. Nee. Lange Gesprächspause. Und dann ist er so. Nein, dann eher Fußball. Okay, wir sind in der entscheidenden Phase des Spiels angekommen. Mike Langer wird ausspielen. Mit was wird er ausspielen? Ja, er reizt weiter den vorne sitzenden Manuel Cresin. Bernhard Stengel wird dem nur ein wenig Nachdruck verleihen. Das Pressing der beiden nimmt zu. Doch, souverän. Du müsstest aber gleich die Karten mit sagen. So, genau. Dieser dritte Bube, der Herzbube, ist jetzt oben. Das heißt, wir haben keine Chance, als unsere Karten loszuwerden. Viele Augen hat er dadurch nicht gemacht. Manuel Cresin spielt weiter. Laub, wie heißt das? Grün, Ass. Und niemand hat mehr was zu bieten. Nein, wir werfen nur noch hilflos, wie wir sind. Lauter nicht zählende Luschen, sagt man hier auch Luschen. Ja. Das ist mein Stich! Oh, das hat Mann, da hat er wieder geschlafen. Und jetzt habe ich noch eine Schelle, die hast du nicht. Dann den nehmen wir noch mit Haus und jetzt schauen wir mal, was daraus geworden ist. Mike, du kannst weiter moderieren, wir zählen. Ja, aber das Zählen zu moderieren ist ja jetzt auch, glaube ich, langweilig. 41, du hast das nicht 52. Gewonnen? Ja! Sehr gut! Aber ich habe wenigstens gespielt. Aber ich habe es wenigstens probiert. Sehr gut. Das ist nicht schlecht. Das ja sind wir bei, bei der Frage motivieren. Es passiert ja durchaus auch mal, man kommt auf die Bühne, man spielt ein Stück, man guckt und stellt fest, man ist auf der Bühne in der Überzahl. Passiert sicherlich, oder? Aber selten. Selten? Nur bei deinem Solo, nur bei deinem Solo ist das oft passiert. Deswegen also, ja. Nein, aber durchaus, wie motiviert man sich dann? Also, wenn da jetzt wirklich ganz wenig Leute, die sitzen ja verteilt und dann können ja 100 Leute in dem Theater so blöd verteilt sitzen, dass man nicht den Eindruck hat, dass da überhaupt jemand da ist. Mir geht es ja so, ich spiele ja ohne Brille und ohne Kontaktlinsen. Okay. Ich habe gerade gegeben gehabt, ja? Nein, du bist rausgekommen. Achso. Du gibst, ja. Mach ruhig, dann, ich heb dann ab, wenn du soweit bist. Das hat sich schon mal jemand totgemischt. Ja, und ich sehe sowieso nichts, was über die Rampe rausgeht. Okay. Also es ist natürlich, bei Komödien ist es natürlich schöner, wenn man da Reaktionen und so hat, aber es gibt so Stück wie Effi Briest, muss ich sagen, ändert das für mich nichts, weil auch wenn der Saal voll ist, sind die konzentriert dran und ruhig. Effi war jetzt ist super verkauft, aber das Tolle an dem Altenburger Theater ist, dass es nicht so schlimm ist. Also unser schönes Haus, wenn da 80 Leute drin sind, kann man gut spielen. Okay, das verläuft sich. Muss man wirklich sagen. Ja, das ist einfach so ein kompakter, dichter Raum. Man ist nahe an den Leuten dran, deshalb hat man ohnehin ein bisschen persönlicheres Gefühl jedenfalls. Es gibt andere Theater, wo ich zuletzt war, da ist es mit 200 Leuten schwierig, weil die haben 900 Plätze und 200... Wie motiviert man sich dann? Du sagst, die 200 haben auch bezahlt, also natürlich, haben sie volle Leistung natürlich verdient. Ja, so ist es. Außerdem ist es ja auch so, man hat ja auch, also mir geht es zumindest so, ich habe ja auch Spaß an Stücken, auch das zu spielen. Ich freue mich ja auch auf eine Vorstellung. Okay. Und ich habe jetzt, natürlich freue ich mich, dass die Zuschauer da auch Spaß haben, aber ich habe auch jetzt Spaß mit den Kollegen, wirklich rumzuspielen. Ja. Hat es ist euch schon vorgekommen, so, man erwartet an einer Stelle, es ist Applaus und dann kommt aus der vorletzten Reihe. Hab ich Gott sei Dank nicht. Nein, also ich meine, kann ich mir vorstellen, dass das mal passiert. Schlussapplaus oder so? Na, Schlussapplaus vielleicht nicht, aber so zwischendrin, eine Stelle, wo immer Applaus ist und plötzlich hängt das. Ja, ja. Als Regisseur kann ich so viel sagen, Schauspieler lernen nichts schneller wie Applaus. Und das ist ein gefährliches Gift zum Beispiel. Wenn man eine öffentliche Probe hat und die Leute lachen an bestimmten Stellen und die lachen dann in der Vorstellung dann nicht, dann denkt der Schauspieler automatisch, er hat alles falsch gemacht, das war ganz schlecht und so weiter und so fort. Das ist etwas interessant, was Schauspieler ganz schnell inkorporieren. Das heißt, das ist schlimm, wenn die Leute nicht so reagieren, wie man sich's erhofft oder wie man es gewohnt ist. Das bringt alle völlig durcheinander. Wirklich. Also ich war jetzt zweimal in Barbarossa ausgekifft. Achtung, Werbung, Werbeblock. Ja. Lohnt sich da reinzugehen, kann man 100%. Sagen. Wir sagen dann auch, glaube ich, ich habe auch noch die nächsten Termine, aber mir ist auch aufgefallen, dass also witzigerweise an Stellen dann gelacht wurde, wo beim ersten Mal nicht gelacht wurde, also wo dann der Gag anders kam. Ist das dann vom Schreiben her, dass es beim Publikum anders ankommt, oder ist es wirklich auch eine Frage des Spielens? Also ich glaube, das ist einerseits eine Frage des Spielens. Also die Bayern-Szene ist, glaube ich, bei der zweiten Vorstellung, der ich war, besser angekommen als bei der Premiere. Also was ich sagen will, was ich jetzt festgestellt habe, da war ich übrigens, also ganz Wiederholungstäter. Ganz kurz, bei der Bayern-Szene war ich der. Da haben wir da mehrere mitgemacht. Nein, also bei der Premiere war ich der, also bei der zweiten Vorstellung klatschten alle, fand das ganz klasse. Und bei der Premiere, ich klatschte und...
war dann der Einzige. Also man hat es aber auch manchmal, dass, also wir haben ich fand uns so ein bisschen da auch ein Ei selber reingelegt, weil immer die Szene sofort weitergeht. Dass ach so, auch viele da ihr lasst keine Luft. Klatschen. Aber ja. Vielleicht waren wir da was auch man so sagen kann, was man sagen kann, ist, dass das Premierenpublikum sich grundsätzlich unterscheidet ja. vom normalen Publikum. Das Premierenpublikum ist oftmals ein sachkundiges. Das heißt, die lachen über viele so Sachen, die man Insider nennen würde. Also wenn ein Schauspieler etwas besonders lustig spielt oder so, das inhaltlich aber keine weitere Bedeutung hat, dann wird in der Premiere da viel stärker gelacht als sonst bei einer Vorstellung. Okay. Das normale Publikum reagiert inhaltlicher und ein bisschen grober auch, im guten Sinne auch. Also das Barbarossa ist, das kann man ja wirklich sagen, eine Art Neuentdeckung oder Weiterentwicklung des Volkstheaters. Das war auch unsere Intention zu sagen, hey, wir machen jetzt wirklich auch einen Schwank auch, oder ne, du nennst es musikalische Satire, aber im Grunde ist es ein Volkstheater, das soll alle ansprechen. Und das merken wir, also dass es viele, viele lustige Stellen gibt, die, wo ein einfaches Publikum mehr lacht als ein anderes Publikum und so. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so bei der Premiere und bei der zweiten Vorstellung. Und was ich ja wirklich merke, ich kenne jetzt Leute, die haben jetzt alle Vorstellungen sich angeguckt. Die sind, also ganz oft sind Leute, die haben es 2-3 Mal gesehen. Das stimmt. Und die können sich plötzlich auf andere Gags einfach sagen, das habe ich bei der ersten gar nicht mitgekriegt, weil ich da noch mit denen ja. beschäftigt war. Das ist was mich auch freut, dass Leute sagen, ich gehe da nochmal rein. Also ja. so wie in der Achterbahn. Dass das nein, das ist auch, so ich habe es auch 2-mal gesehen. Also ist ja auch beim 2. Mal kein Stück langweilig. Und ich glaube, ich würde es auch ein 3. Mal, wenn sich das anbietet, werde ich auch noch ein 3. Mal reingehen. Also das ist wirklich ist eine Frage. Ich hatte das, glaube ich, auch damals in der Kritik so geschrieben. Ich habe also sehr viele Parallelen zu Monty Python. Waren die tatsächlich? Also das war so Ansatz auch gleich ja. beim Auftrag, als wir erstmal geredet haben, hat Bernhard auch gesagt, mach irgendwas was mit Monty Python. Okay, okay, und so. Okay. Ich bin auch wirklich, da war ich überrascht, als du es gesagt hattest in der Kritik, ich bin wirklich sehr Monty Python geprägt. Also ich bin mit diesem Flying Circus groß geworden. Ja, ja. Und ich freue mich, wenn das auch so rüberkommt. Ich habe die letzte Szene gesehen und habe dann wirklich aus Sinn des Lebens dieses Christmas Time in Heaven, ist es, glaube ich, wo dieser Entertainer mit diesen ganz weißen Zähnen da die Treppe runterkommt. Ja. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens, ja. man kommt in den Himmel und dort ist jeden Tag Weihnachten. Also und die letzte Szene hatte so, das hatte so dieses Gefühl. Also da war der Kitsch, saß perfekt. Also es war wirklich ganz große Klasse. Und ich habe auch gemerkt, dass beim Publikum dieser plötzliche Wechsel zum Kitsch hin in dieser letzten Szene, dass das also als Gag auch wirklich gut ankam. Also so den Eindruck habe ich auch, da hatte ich anfangs gesagt, ist das ein bisschen zu fett aufgetragen, wenn wir jetzt so total in Kitsch gehen. Aber ich glaube, dass die Zuschauer das mitmachen und da auch Spaß dran haben. Also ein bisschen haben. diese Strahlen, ich glaube, das waren so Strahlen hinten am Prospekt. Ja, ja. Also das ist perfekt. Ne? Ja, und vor allem, als Bernhard das erste Mal das Text gehört und als sein Drittchen, es regnet Herz, also guckt er mich lange an. Das ist nicht dein Ernst. Aber wir versuchen es. Und naja, es regnet nach wie vor Herzen. Ja, ja. Okay. Ja, es ist schon, ich finde, also Monty Python ist ein gutes Stichwort auch, weil es einfach auch darum geht, politisch unkorrekt zu sein. Was wir ja machen, ist, wir nehmen ja wirklich viele aktuelle politische Themen auf, was ungewöhnlich ist, weil das Musical an sich ist das Genre, was unglaublich politisch korrekt ist. Ja. Also, und das ist ja ohnehin, und dies ist wirklich, dass wir auch Gags machen, wo man denkt, hey, das ist jetzt hart an der Grenze oder so. Also das wollten wir uns rausnehmen. Und gleichzeitig eben auch dieses, das kenne ich nicht so, das kennt der Manuel eigentlich besser, dieses, jetzt schwelgen wir wirklich rosarot und himmelblau und so. Also wovon man normalerweise als seriöser Mensch eigentlich eine natürliche Distanz hat oder Angst, dass man jetzt werden wir. Und dass man sagt, da müssen wir müssen mehr machen, noch mehr, weil dann hat es gleichzeitig das Gefühl und es ist lustig. Es funktioniert, glaube ich, auch nur, wenn man dann wirklich richtig reingeht. Also wenn man es so halb macht, dann wirkt es wie, ja. Also wir haben gesagt, wir greifen auch in die Vollen. Und ich glaube auch, durch das wir ja anfangs mit diesem Rechtsrock-Konzert anfangen, ist ja, wir müssen die Zuschauer aber auch mit was Schönem entlassen. Und das muss so schön sein, dass es zu schön ist. Ich habe jetzt vergessen, wer gegeben hat, aber ich habe jetzt auch noch eine weitere Frage. Zu dem, bei der Premiere war, glaube ich, das Lied, wo es um das Ich möchte einfach nur picken. Genau, da brauchen wir es jetzt nicht wegzupiepsen. Der Titel des Liedes ist Ich möchte nur das eine. Also okay. Ich habe gehört, dass es da auch innerhalb des Theaters Beschwerden gab. Nein, Beschwerden ist doch tatsächlich, es gab richtig Beschwerden. Es macht das ganze Stück kaputt, das geht nicht, das müssen wir rausnehmen, das wird dazu,
dafür sorgen, dass das Ganze ein Flop wird. Also es war massiv sogar. Und ich war total überrascht, weil ich saß jetzt nicht da und dachte, oh, jetzt schreibst du hier aber mal so eine Sauerei. Das ist, finde ich, inzwischen so ein normales Wort. Aber du siehst bei uns, wir müssen es auch wegpiepsen. Aber er hat es ja nicht gesagt. Nee, ja, aber also mich hat es überrascht und das war niemals so die Intention, jetzt hier so eine Sauerei, weil ich auch gesagt habe, natürlich benutzt der diese derbe Sprache, weil ich möchte auch damit zeigen, was eigentlich die niederen Beweggründe sind, warum der Typ sich überhaupt einlässt. Manchmal sind es ganz einfache Gründe, warum man rechtsradikal ist. Also das ist so... Ja, oder warum man eben zum Spielball wird, sowas zu machen. Ja, das ist eben sein Ziel. Und ich fand es halt nicht so schlimm, weil ich finde auch, dass der Manu Strofolino das auch mit großem Charme, so sehnsuchtsvoll, wo ich sage, Mensch, der Arme. Also darum ist mir dieses Wort, also ich war überrascht, dass sich da Leute so... Du hast gegeben, dann müsstest du was sagen. Wir haben noch 9 Minuten. 18. Ja. 20. Nein. Dein Spiel. Dann darfst du jetzt dein eigenes Spiel kommentieren. Ich muss jetzt sagen, an dieser Stelle, ich habe ein Spiel gemacht und das verloren bisher. Ja, ich habe eins gemacht und gewonnen. Du hast 3 gemacht und hast und 2 verloren. Yeah. Ja, so war es. Ich kann mich genau erinnern. Bist du so ein Statistiker? Nö, es gibt so Leute, die immer Statistiken, die sich immer alles sofort... Ich kann mir ein paar Sachen schnell merken. Okay. Das verblüfft oftmals meine Gesprächspartner in der Verwaltung. Tatsächlich, weil sie damit nicht rechnen. Ich merke mir auch Zahlen sehr gut. Nicht, dass es mir Freude macht, ich merke es mir einfach. Ich spiele in dem Fall ein, was ist ein teurer, ich spiele Herz. Aha. Wer kommt? Gib mir Herz. Ich komme mit dem Eichelkönig. Da werde ich doch die 10 drüber legen. Die Eichel 10 geht darüber. Und die 7 ist ja ganz klar drunter. Ja, möchte ich mal sagen. Ah ja, das ist dann doch im Bayerischen hängen geblieben. Worüber wir übrigens auch intensive Diskussionen hatten im Theater, ist dieses, ein paar von unseren Mitarbeitern haben das Rechtsrockkonzert und alles, was sich um diese Partei Deutschland voranrankt in dem Stück, vielleicht nicht ganz zu Unrecht identifiziert mit Pegida und waren darüber ein bisschen irritiert, beziehungsweise hatten Gesprächsbedarf, weil sie fanden, dass wir Pegida zu negativ darstellen. Aber es ist ja nicht zwingend Pegida. Es gibt diese Art Partei, gibt es ja dann tatsächlich. Ja, also ich war überrascht, dass die diese Bewegung gemacht haben, weil ich finde auch mit diesem Schriftzugstiefel und so ist für mich ganz klar, dass das eben jetzt rechte Szene ist und nicht Pegida. Ja, ja. Das, was ich daran interessant fand, ist also, dass es doch... Was war noch mal Trug? Herz. Das ist ein Trumpfitz zum Beispiel. Ja, ich habe den Buben ausgespielt, um gleich mal zu zeigen, wo der Bartel de Mosch tollet. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Und mein Mitspieler traut sich nichts. Der kann nichts. Was war das, der Erste? Das war der Alte. Der Alte, so sagt man. Das sagt man bei euch auch, der Alte? Ja, kann man sagen, jedenfalls. Man versteht, was man gemeint hat. Ja, der Alte hat einen ganz großartigen Stich, nämlich den Shell unter mit einer Rot 7 hat der Alte jetzt mitgenommen. Das tut mir leid. Ach so, und damit bin ich auch noch vorn. Ah, das war falsch gespielt eigentlich, aber ist egal. Ach ja, was heißt schon falsch? Ich glaube, in diesem Zusammenhang. Nein, dann war es doch richtig gespielt. Wenn es mir nutzt, wir spielen zusammen. Ja, einfach mal, das ist, war durch extrem hilfreich an dieser Stelle. Es läuft doch gut. Es läuft doch gut! Es läuft überhaupt nicht gut. Das ist doch. So irgendwie gut verteilt, habe ich den Eindruck. Das Glück, was mir vorhin nicht halt war, dass der Trumpf verteilt ist. Also ich mache jetzt einen Trumpf am anderen, das wird sich auch nicht mehr großartig ändern. Ja, es ist relativ unspektakulär, er braucht das glaube ich gar nicht mehr. Mein Blatt war gar nicht so großartig, aber... Ich vermute mal, dass wir noch einen kriegen. Ich habe die einfach, die waren gut verteilt, die Karten, und deshalb werde ich ein ziemlich... Hast du nicht schon gesagt, so ein Spiel spielt man nicht so? Lockeres. Das stimmt. Ich glaube, alleine die Größe der Haufen... Sind wir da aus dem Schneider? Weil der Erste hat nicht gebracht. Schneider. Ohne ein Spiel, 2 Schneider. Aber da sagt man auch, bei uns Schneider sind auch Leute. Sagt man. Was sagen will, es ist auch nicht so schlimm. Ich sag mal, bevor, wir haben jetzt noch 6 Minuten. Muss auch Spaß machen. So. Ja, ich fand es auch interessant, das wollte ich noch sagen mit der Pegida da. Nämlich erstens, dass es eben doch auch viele Leute gibt, die da Sympathien für haben, für diese Bewegung. Und das andere ist, dass wir uns darüber lustig machen. Mehr aber auch nicht. Also das heißt, dass... Für mich ist es ganz klar, dass Leute, wenn die auf die Straße gehen und unzufrieden sind, dann ist das erstmal deren Recht.
Ich glaube allerdings, und das ist unsere gemeinsame Überzeugung, dass das in eine vollkommen falsche Richtung läuft, also was die politischen Aussagen anbelangt, dass man das deshalb gut bekämpft, auf humorvolle Art. Das Tolle war, Entschuldigung, bin ich auch zu Ende, das Tolle war, dass wir anfingen, über etwas zu reden, worüber wir nie reden würden im Betrieb. Aber durch das Stück kommen einfach dann so, Diskussionen in Gang, was ich total interessant finde. Mhm. Ja. Ja, und ich finde auch, dass eben mit der Figierbewerbung, ich sage nicht, dass die Leute, die da hingehen, alle recht sind, aber sie können sehr leicht missbraucht werden von Leuten, genau, die da andere Ziele verfolgen. Das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt, gerade bei der Pegida, dass man nicht pauschal sagt, also die sind jetzt alle blöd, sondern es blinkt hier gerade alles schon auf Ende. Wir müssen das letzte. Wir sind müssen wir jetzt schnell machen. Beim letzten, naja, wir müssen ganz schnell machen. Wir müssen, müssen viel reden. Ich muss natürlich noch eins zu sagen. Barbarossa ausgekifft. Am 9. Juli, 14.30 Uhr. Wir haben vorhin schon gesagt, ganz komische Zeit. Aber deswegen reingehen, 14.30 Uhr. Da geht noch was. 10. Juli, 19.30 Uhr. Das ist dann gleich der Freitag darauf. Mhm. Und am 11. Juli, 19.30 Uhr. Und dann war es das, glaube ich, das erstmal in Altenburg mit. Ja. Mit Barbarossa ausgekifft? Ja. Also überhaupt, dann ist die Spielzeit auch die am 12. ist, glaube ich. Kommt das dann nochmal zurück? Das können wir im Moment nicht sagen. Also so, wir wären dafür. Ich finde, wir sollten es jedes Jahr einmal spielen. Aber das ist im Moment keine Aussage drüber zu machen. Ich würde jedenfalls, je mehr jetzt reingehen, desto höher ist die Chance, dass man nochmal reingehen kann. Also es hilft nichts zu warten. Ich muss an dieser Stelle schon die Abmoderation machen. Wir spielen das Spiel jetzt noch zu Ende. Da brauchen wir nämlich nicht zu kommentieren. Und dann kann ich vielleicht auch gewinnen, weil ich mich darauf konzentrieren kann. Nicht lachen, bitte. Ich danke meinen beiden Gästen, die das ganz großartig gemacht haben. Unsere Feuertaufe, da die Kamera. Die Kamera. Und wer die beiden in Aktion sehen will, ich glaube auch dich als Bayer, könnte im Juli zu Barbarossa ausgekifft gehen. Danke, dass ihr dabei waren und bis zum nächsten Mal. Dann geht es hier um Sport, ein Thema, wo ich ganz vorne dabei bin. Niemand kann so feiern wie mir Stone in Bayern. Da wird's heftig. Da so, wird's richtig. Ich muss sagen, wa? Ja. 18. Ja. 20. Yep. Weg. Ich habe nichts. Ich habe überhaupt nichts. Ich habe auch nicht viel, aber jetzt geht es ja um nichts mehr. Ja, jetzt traut er sich. Jetzt kann man auch das Bier auspacken. Genau. Ich habe mir überlegt, ob ich das Bier abklebe. Wegen Marke. Product Placement. Das ist immer. Echt selbst, das ist das schon. Das ist so.